Ach! Linke Maustaste plus Leertaste. Ich versuch das jetzt mal. Da steht aber ganz halt immer nur Leertaste. Hä? Das ist linke Maus nur. Achso. Warte mal. Das ist jetzt ein bisschen bescheuert, was sie gemacht haben. Ein paar Rutschen machen wir wieder. Das ist so eine Scheiße, wa? Alter, leck mich am Arsch. Alfred, die Raketenwerfer des Arkham Knight sind zerstört. Ich rufe den Batwing und starte die Suche nach dem Cloudburst. Lade die Ergebnisse in den Uhrenturm hoch, wenn es soweit ist. Okay, jetzt da wir mit Kriegsspielen fertig sind, lass uns etwas Spaß haben. Wir wechseln uns ab. Du machst irgendwelche, keine Ahnung, Tatortuntersuchungen oder begibst dich auf Riddlers neurotastische Schnitzeljagd und ich fahre ein paar Leute mit dem Batmobil platt. Ich verspreche dir, dass ich dir wieder die Kontrolle über deinen Körper ganz haben, Batmobil. Ganzes Batmobil haben. So. Die Hauptmission ist anscheinend jetzt vorbei. Wir haben mega viel wieder was zu machen. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns dann beim, ja, morgen. Tschüss. Hallo Leute, es geht weiter. Stufenausstieg. Gehen wir auf den Sack. Nicht auf den Sack, auf den Sack. Ja. Ich frag mich, wer wen verraten hat. Alvin die Fledermaus oder umgekehrt? Wo war man dran? Was wird da mir angezeigt? Nächste Hauptmission. Der Uhrenturm, ja. Aber guck mal, wir haben noch. Hey. Ja, da mach ich was hin. Hier 204. 199. Nimm mal das da mal. Alfred, in Riker Heights befindet sich ein Sprengsatz. Sie werden Verstärkung ist ja auch hier. Viel Glück. Ja. Natürlich werden die das. Was war da? Leertaste. Bestimmt der klettern, ja. Die Miliz redet dauernd über dieses Cloudburst. Guck jetzt hier raus. Vielleicht wird es Zeit, die Stadt zu verlassen. Hey. Ich komm nicht auf die Seite. Spreche, wenn ich lauter, wir können dich nicht hören. Aber wir haben hier nämlich hier dieses ganze Ortteil abgeklappert. Nicht abgeklappert. Es gibt absolut nichts, was du oder sonst jemand dagegen tun könnte.
Sieh dich da um. Alle sind fort. Genau, sind alle davon gerannt. Diese Straße gehört uns. Wir haben hier ganzes Gebiet jetzt mit dem Auto. Also können wir jetzt hier mega viel machen. Ich weiß, wie wir ihn aufmuntern können. Ja, ich auch. Komm her, Shane. Und ich Idiot, ich hab das jetzt erst gescheckt, dass man Power rutschen ist gar nicht. So ist das, also das ist, ja. Parutschen ist was ganz anderes. Ich Idiot, hab das erst jetzt geschickt. Beginne das Hacken in 3, 2, Drohnen im Anflug, eine ganze Menge. Guck mal, ich bleib mal hier. Batmobil in Riker Heights gesichtet. Ah ne, falscher Knopf. Oh. Er setzt uns schwer zu. Mann. Arsch. Geige. Hä? Und zieht der? Ich hab ihn. Wow, mein erster Treffer. Noch eine. Und. Nein. Und. Auf sich zu bewegen. Boah. Scheiße. Noch eine. Drohne getroffen. Und. Und nicht eine. Unter Beschuss. Hab eine Drohne verloren. Hab eine Drohne verloren, ja klar. Ziel hat eine Drohne erwischt. Panzerung intakt. Fertig. Zug war keine Raketenwerfer. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mit Hilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Wie die Dinger heißen. Achso, W. Ich hab gerade Leertas gemacht. Was die Miliz mehr bedauern wird. Den Verlust der Bombe oder all dieser Panzer? Wie haben wir denn noch? Willst du wirklich das Unterstützung? Ach du Scheiße. Das bedeutet nur mehr Blut an deinen Händen. Oh, was war da noch? Dieses. Ich kümmere mich um den Miliz-Checkpoint im Norden von Founders Island. Das ist meine Stadt. Ich werde sie mir Straße und Straße zurückholen. Das ist meine. Ah, komm mal nicht da rein. Was? Wo kommt denn die immer? Da muss ich aussteigen. Was haben wir denn da?
diese blöden Ninja-Typen, ne? Fuck, zu spät. Aber das nicht. Nein. Isaacs, ne? Quatsch! Der Kommandant ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden und den Kontrollpunkt ausschalten. Da ist es. Und Hammer freischaltet. Das war nichts, Batman. Wir werden gewinnen. Ja, ja. Du? In welcher Armee? Ich guck mich mal hier ein bisschen um, wa? Ich habe den Hof der Divinity Church nicht ohne Grund. Ach, halt die Schnauze, ey. Ich hab mich auch noch. Du kannst dort gleich mal verzweifelt um göttlichen Beistand. Ich hab mich auch nicht gefragt. Schön was. Ist hier hinter was? Two-Face ist aufgetaucht. Sagt, ihr sollt uns fernhalten. Nee. Wo kommt denn das Geräusch her? Ich glaube, ich habe eine Bombe auf der Straße gesehen. Abhauen sollen, dass wir es noch konnten. Kleine Drecksäcke. Was ist das denn? Soll er doch kommen. Oh, ist ein bisschen schwerer, oder? Hallo? Ich reagiere gar nicht. Ah, jetzt. Och, nö. Nee, dann verpill ich mich mal. Wenn das so ist. Ich hatte noch nie so viel Spaß. Ich höre dein Piepsten. Oh. An alle Unterstützungsteams, mich verfolgt ein feindlicher Wagen. Schickt Verstärkung. Verstärkung im Anmarsch. Wo ist denn der? Ah. Hä, es sind drei. Was zur Hölle ist das? Die Megaboss! Hey, auf! Mach schon! Doch, sind wir in Flammen da. Einfach diese Dose hier. Der Typ. Firefly, komm. Komm. Gehst du immer noch mit dem Feuer, Batman? Es ist vorbei, Firefly. Niemals. Gotham wird brennen und du mit ihm. Alter. Schon außer Puste? Ich hab mich nur verfahren. Ich muss alles verbrennen.
falscher Knopf. Dafür, was habe ich gemacht? Das habe ich gar nicht gemacht. Ach, was machst du? Gut so, Batman. Nein, nicht gut so. Wo ist der? Da. Diesmal wird es anders ausgehen. Stirb! Nein! Ach, was machst du? Gehe zum Licht! Das machen Fliegen eigentlich, also so wie du. Ist dein Kostüm feuerfest? Also er meint das Licht, die Flammen, ne? Die müssen gar nicht einholen. Ja. Alter, vielleicht ist die Treibstoff. Jetzt ist er verschlagen! Oh! Nix da! Scheiße, Alter, warum lässt ihn mal kommen? Du kannst mich nicht aufhalten, Batman! Gotham wird morgen nur noch Asche sein! Noch eine Begegnung mit Firefly? Wie beim letzten Mal. Er greift die Feuerwachen an. Er fühlt sich wohl persönlich angegriffen. Pass auf die anderen Wachen auf, Alfred. Sag mir, wann er angreift. Ach, nochmal. Noch einmal. Okay, ich glaube, der hat das schon dreimal gemacht oder so. Gucken wir mal Tab. Ich lese mal die Artikel von Firefly. Garfield Leans. Serienbrandstifter wechselnd braun. Keinen formales Braun oder so. 1,80. Boah, die sind immer alle so groß. Verstehe ich nicht. Alle so 1,83, 1,80. 75 Kilo. Detective Comics 184. Juni 1952. Garfield Linz war ein Designer von Spezialeffekten und Experte in Pyrotechnik in der Filmindustrie. Bevor sein Arbeitsplatz gestrichen und er in der Armut getrieben wurde. Ja. Punkt. Ende. Linz wurde ein Kleinkrimineller und Serienbrandstifter, der große Flächen Gothams in Flammen setzte. Um seine Pyromanie zu befriedigen, nachdem er seine Chemiefabrik ansteckte, wurde Linz von den Flammen erfasst und erlitt Verbrennungen an 90% seines Körpers. Die hässlichen Narben hinterließen. Nach seiner Genesung entwickelte Linz einen speziellen Kampfanzug, der mit einem militärischen Flammenwerfer und einem Jetpack ausgestattet ist. Wir haben noch morgen. Also von daher, Entschuldigung. Da verpasse ich mal den Punkt. Experten in Pyrotechnik und Sprengstoffen, Pyromanie. Mit seinem Flammenwerfer und Jetpack ausgestatteter Kampfanzug. Ja. Okay. Aber wir haben ja viel entdeckt gerade. Kommst du her? Nein. Wir haben ja gerade was entdeckt, ne? Was war denn das? Nix Prozent, ich will nix. So, warte. Hier. An der Perdition Bridge befindet sich ein Milizkontrollpunkt. Damit ist jetzt Schluss. Diese Soldaten machen keine halben Sachen, Master Bruce. Sie haben Schusswaffen und Wachgeschütze. Batman ist an mir dran. Ich brauche hier Verstärkung. Verstärkung ist unterwegs. Was macht denn der?
Wollen wir auf einmal auf 3? Nur noch 3 übrig, hängt euch rein! Scheiße, Alter, was mache ich denn? Ist die Taste. Boom. Er hat noch einen erledigt, nur noch 2 übrig.